Smart Home. Immer wieder werden wir gefragt, hey, wie sieht's denn aus mit Smart Home? Denn heutzutage haben sehr viele Menschen da draußen Geräte, die smart kommunizieren können. Die Verbreitung der schlauen Geräte geht ja immer weiter. Und viele Hersteller haben heutzutage irgendwie einfach die Idee, ich mache meinen eigenen Hub. Das ist ziemlich nervig. Wäre es nicht schön, eine All-in-One-Lösung zu haben mit einem Dashboard, wo man alles bedienen kann, vielleicht mit einem Tablet an der Wand? Und wie kann man seine eigene Smart-Home-Zentrale selber bauen? Einmal Home Assistant und einmal Open Hub. Und wie die zueinander abschneiden, was ihr euch aussuchen solltet, das kriegt ihr in diesem Video aufs Auge. Viel Spaß! Viele Hersteller haben ihren eigenen Blödsinn. Da hast du Philips mit ihrem Hue Hub, da hast du Alexa, Amazon mit ihrem Zigbee Hub, da hast du andere Geräte, die haben nicht nur Zigbee-Protokoll, sondern Hue-Protokoll und dieses Protokoll und hier ein Protokoll. Die Smart Home Hersteller haben sich da leider nicht auf Standards geeignet. Die haben alle ihre eigenen Standards entwickelt. Ganz viele Hersteller benutzen jetzt ganz viele Protokolle und treten alle gegeneinander an. Und die sind nicht interkompatibel. Das ist ein Problem. Und dann merkt ihr so, ja, meine Lampe kann nicht sprechen mit meiner Kaffeemaschine. Warum sollte es? Aber sie kann es nicht. Dann brauche ich unterschiedliche Apps oder unterschiedliche Web-Oberflächen und das müsste ich alles aufmachen. Ich hätte es aber alles gerne auf einem Tablet einheitlich. Problem bei der Sache ist, das ist komplex. Denn es gibt viele Anbieter und viele Möglichkeiten, wie man diese ganzen Hubs und Protokolle zusammenfassen kann zu einem Bündel. Zwei davon gehen wir heute in diesem Video an. Home Assistant und Open Hub. Beide haben Vor- und Nachteile. Und für viele, die da nicht unbedingt so die Ahnung haben, die sind da relativ schnell relativ aufgeschmissen. Und wir werden mal zusammen durchgehen, was es denn für Möglichkeiten gibt, wie ihr es am schlauesten umsetzen könnt, was am einfachsten ist. Stifte, Zettel und so weiter. Als allererstes schauen wir uns an, wo sind wir? Hier auf der Home Assistant I.O. Seite. Und auf der Home Assistant I.O. Seite, damit habe ich begonnen und habe mal geschaut, was gibt es denn für Versionen. Da gibt es ja für alles möglich, für jede Plattform was. Tinkerboard, Windows, macOS. Könnt ihr gucken, wo ihr wollt. Und ich habe mich dafür entschieden, das Virtual Box Image zu nehmen. VMDK. VMware Workstation Image. Das funktioniert sehr gut auf Android und das gibt es als Windows-Version oder als Linux-Version. Ich natürlich die Linux-Version genommen, die ist ein bisschen performanter auf Android. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Das ladet ihr runter, das dauert einen gewissen Zeitraum und wenn das da ist, dann könnt ihr das Ganze als ZIP-Datei, oder es ist eine XZ-Datei, also kein ZIP-Datei, eher so eine Archivdatei, die könnt ihr dann entpacken. Und wenn die entpackt ist, dann müsst ihr sie in einen Ordner schieben, denn wir legen quasi die VM selber an. Wir nehmen jetzt diese VMDK-File und entpacken sie, dann wird sie ungefähr 1,6 GB groß sein. Wenn das geschehen ist, dann legen wir einen Ordner an, und zwar unter dem Android NAS, unter Domains, und dann, ich habe es jetzt Home Assistant genannt, und kopiere da das Image hinein. Das ist dann die Festplatte, also wir haben uns die Festplatte runtergeladen. Wer es als Docker-Container haben will, wählt den aus, startet ihn und kann loslegen. Ich habe das absichtlich so gemacht, denn dadurch haben wir mehr Plugin-Möglichkeiten. Wir haben den Super Privilege Mode und können unsere eigenen Plugins und so weiter nativ hinzufügen. Das kann man dann im Container auch noch machen. Aber so war es ein bisschen einfacher für mich, weil man die gleichen Super-Admin-Attribute hat und kann alles einstellen und runterladen und Add-ons hinzufügen, wie man möchte. Und hier drüben bin ich dann schon mal drin, habe meinen Home Assistant-Ordner angelegt, VDisk auf Manual gestellt. Natürlich sollte man noch den Namen der VDisk eingeben, das habe ich am Anfang nicht gemacht, ich Idiot. Den muss man noch reinkopieren. Hier, da, die heißt Hasover irgendwas, also mit Steuerung V eingefügt. Wie das Ding heißt, dann blendet er auch die Gigabyte aus, also wie groß das Image sein soll, startet und das ist fertig. So, dann lädt das Ganze, ist ja ein Linux, und man kommt zur Kommandozeile, da muss man eigentlich nichts mehr machen. Was man jetzt braucht, ist die IP des Geräts, denn jetzt ist unsere Home Assistant Box schon hochgefahren und jetzt brauchen wir die IP, um auf den Webserver zu kommen. Hier im Linux Terminal müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt bin ich auf meiner OpenSense gelandet und auf der OpenSense habe ich mir die IP geholt und den Port 8123, das ist der Standardport für Home Assistant. Und jetzt könnt ihr euch schon den Benutzernamen anlegen, den Namen eures Home Assistant Gerätes, Benutzername, Passwort und los geht's, dann haben wir unser Konto. Das heißt, unter Android hat das Ding oder unter KVM, unter Linux als VDisk hat das Ding eine eigene IP, weil es eine virtuelle Maschine ist. Unter Android nicht, da reicht dann die Android IP :8123 oder was ihr als Webinterface festgelegt habt. Als erstes habe ich mal meine Location-Daten eingegeben, dass wir auch wissen, wo wir ungefähr uns befinden. Und nachdem diese Location-Daten drauf waren,
wusste das Gerät, wo sind wir, für Sachen wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterdaten und so weiter. Jetzt können wir Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel eine ArtGuard. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber kann man hinzufügen. UPnP ist schon drin, das hat automatisch meinen Router erkannt. Die OpenSense Box wird von Home Assistant automatisch erkannt, da muss man nichts machen. Und ich habe losgelegt und Sachen hinzugefügt. Massenweise Sachen hinzugefügt. Geräte, Z-Wave, und dann habe ich geguckt, was gibt es denn bei mir im Home-Netz? Für was habe ich denn die Daten at hand? Weil ich wollte ja schnell für dieses Video einrichten. Smart Life, habe mir Benutzernamen eingegeben, habe meine USV eintragen lassen, weil der USV, dieses NAT-Exporter-Ding, hat nativ funktioniert. Android-IP eingeben, zack, hat funktioniert. USV-Daten sind mit drin. Und meine LivX-Lampen eingerichtet. Die waren als Plugin recht schnell anklicken, zack, importieren. Fertig. Bei den meisten Diensten, muss man dann denken, muss man sich nochmal einloggen mit seinen Nutzerdaten. Und schon sind wir auf dem Homescreen. Da wird auch schon meine USV angezeigt mit Load, mit verbraucht, mit Voltage, was da so abgeht. Super, nominal Voltage, alles drauf. Wir haben die Lichter, die ich eingegeben habe. Wir haben den Smart Hub erkannt. Wir haben die Temperatur und den, das Weather Forecast. Und dann habe ich gleich mal angefangen, Lichter an- und auszuschalten, um zu gucken, ob die denn auch gehen. Und die gehen auch. Das könnte ich mir so schon auf ein Tablet legen und benutzen. Da muss ich noch nicht mal ein hübsches Dashboard anlegen. Kann ich aber machen. Als nächstes bin ich in den Supervisor. Der Supervisor ist standardmäßig in der VM quasi schon mit da. Und die Entwicklerwerkzeuge, wer das im Docker macht, muss das mit ein paar kleinen Kniffen und Einstellungen quasi aktivieren, aber hier ist das alles schon da. Da kann ich CCX-Scanner anmachen für meine HDMI-Ausgänge, dass ich Fernbedienungen damit steuern kann und so weiter und so fort. Also ist super viel. Im Add-on-Store gibt es da tonnenweise Sachen. Und da sieht man auch schon mal, was Home Assistant von Open Hub trennt, denn hier kann man noch mehr Sachen einrichten. Ich könnte Grafana drauf installieren, InfluxDB. Ich könnte drauf installieren ESP Home, DuckDNS. Ich habe richtig die Möglichkeit, noch Unterprogramme zu installieren und bräuchte so zum Beispiel gar kein Unraid. Ich kann MotionEye drauf installieren. Das heißt, wenn ihr einen Raspberry Pi habt, den ihr übrig habt, könnt ihr vielleicht sogar das Ganze als Unraid-Ersatz nehmen, wenn ihr nur die Apps und die kleinen Programmchen braucht. Dann reicht das vollkommen aus. Dann kann man den Home Assistant als Home Lab Server verwenden. Der kann auch FTP, SMB und so weiter, Unify Control, Plex. Der kann ja alles. Das heißt, ihr könntet Home Assistant auch Standalone eigentlich schon als Ersatz für Unraid nehmen, wenn ihr keine größeren Ansprüche habt an VMs und so weiter. Sogar zur Smart Home Überwachung für Kameras und 3D-Druck. Super cool, kann man als App gleich nativ in Home Assistant installieren, wenn man die VM hat. Dafür solltet ihr aber auch darauf achten, dass die Maschine, auf der Home Assistant läuft, stark genug ist. Für Base-Konfigurationen reichen 2 Kerne, 16 GB oder 8 GB RAM völlig aus. Also so ein Raspberry Pi stemmt das locker. Wenn ihr mehr wollt, wie jetzt starke Grafana-Boards, Motion-Eye-Kamera und so weiter, dann bräuchtet ihr ein kleines bisschen mehr Power, weil sonst geht das Ding ein bisschen an seine Grenzen. Das kann relativ schnell passieren. Deswegen sollte man da auch. Als Gag habe ich mal Home-Panel installiert und noch ein paar andere Spielereien. Da kann man sich austoben. Homematic installiert, dann kann man seine Automationen, Räume, Gebäude und so weiter fertig machen. Ging alles sehr, sehr schnell. Ich klicke es an, installiere, fertig. Geräte werden unter Benachrichtigung sofort gefunden und das war's. Programme kann ich einfach super leicht und schnell installieren und dann kann ich in den Hauptscreen gehen und kann Geräte entdecken lassen. Und da habe ich zum Beispiel meine Wetterinformationen, die wurden gleich entdeckt. Dann sieht man auch, wie viele Geräte davon entdeckt wurden, wie viele Entitäten. Die klickt man an, will sie verwenden, lässt sie auf dem Dashboard anzeigen und gut ist. Also für eine Base-Konfiguration sehr einfach. Dann schauen wir mal, in den Benachrichtigungen landen auf jeden Fall immer, wie viele Geräte neu entdeckt wurden. Das heißt, das Gerät scannt im Hintergrund, Home Assistant scannt immer im Hintergrund, ob neue Geräte erreichbar sind für Home Assistant und dann können die auch gleich eingerichtet werden. So habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, hey, neues Gerät wurde gefunden, bitte einrichten, FreeBSD-Router, cool. Ich kann sagen, in welchem Raum er liegt oder in welchem Geschoss und was er dann macht. Genauso mit Google Cast kann ich dann auswählen, wo ist denn das Gerät, welches Gerät soll denn verwendet werden. Ich habe hier eine Xiaomi-Box und ein Google Nest Hub, habe gesagt, wo die stehen. Das ist wirklich sehr einfach, jedenfalls im Vergleich zu Open Hub. Das sehen wir uns dann als nächstes an. So, und dann kann man natürlich noch ein paar schauen, welche Geräte man noch integriert haben will. Alle Geräte sind natürlich nicht gelistet, deswegen vorher bitte die Kompatibilitätsliste durchgehen. Es kann sein, dass da Sachen fehlen, aber man kann so viel machen. Man kann Cloudflare einrichten, man kann Corona-Updates sich fahren, man kann sogar Elgato Keylights mit einbinden, was halt schon sehr cool ist. Und für manche gibt es emulierte Brücken. Muss man eben gucken, was unterstützt mein Gerät. Amazon oder Alexa wurde nicht gefunden. Das geht auch nicht, denn diese Geräte brauchen dann Home Assistant Cloud, um sich zu verbinden. Irgendwo wollen die ja auch Geld verdienen, also geht nicht wirklich.
alles, alles. Schade an dieser Stelle, aber dafür ist es einfach. Da zahlt man wieder für den Komfort ein bisschen Aufschlag. Die Tuya-Geräte haben sich am Ende dann auch verbunden. Wie man sieht, ich habe Spots über die Tuya-Steckdosen laufen lassen. Denen habe ich einen Namen gegeben. Hat sich auch sehr gut verbunden soweit. Und nachdem ich alles rudimentär verbunden habe, sah das Board dann so aus im Endeffekt. Mein Server wurde angezeigt. Die komplette Auslesung des Freebies, die OpenSense-Routers wurde angezeigt. Meine Artcard wurde angezeigt. Ich konnte Geräte mit einem Schieberegler schnell ein- und ausschalten oder auf aktivieren und deaktivieren klicken. Das hat dann Dinge auf meinem Smartphone ausgelöst. Notifications kann man mit Telegram auch noch koppeln, dass man Telegram-Notifications bekommt oder Snapshots von der Kamera. Das sind alles nur 4-5 Klicks und dann ist das gemacht. Man kann auch die Lichter bedienen und einschalten, entweder über den Taster 1 aus, 1 aus, 1 aus oder eben indem man auf die Glühbirne klickt. Wer auf die Glühbirne klickt, der sieht dann automatisch ein Auswahlrad für Helligkeit, Farbe und so weiter, ist schon fertig. Und man hat einen Verlauf, wann was gemacht wurde, eine Übersicht, das ist so die einfache Lösung für Leute da draußen, die einen Hub haben wollen. Den kann man sich dann ganz schnell auf dem Tablet anzeigen lassen und mit Touch bedienen. Straightforward as it can be. Und es gibt noch Apps, also ihr könnt jetzt im Browser aufrufen, vom Tablet im Fullscreen-Mode oder eben als App. Das ist Home Assistant. Recht einfach, hat aber Limitierungen wie Alexa und Google Home auf jeden Fall. Alles andere zeigt es sehr schön an und man kann sich auch direkte Informationen geben lassen. Das ist cool. Man muss aber damit rechnen, dass man nicht alle Geräte einfach integriert kriegt, denn wenn ihr China-Geräte verbunden habt mit Protokoll, die ihr nicht wisst, aber ihr wisst, dass die Alexa-fähig sind, wie ich zum Beispiel. Ich habe alles mit Alexa gekoppelt, weil Alexa-fähig, hat sie gefunden. Und dann hatte ich das Problem, ja blöd, jetzt kann ich das in so einem Smart-Home-Hub gar nicht anzeigen, weil die haben keine zugängliche Schnittstelle oder einheitliches Protokoll. Wenn es über Zigbee läuft, dann bräuchte ich einen eigenen Zigbee-Hub, um das zu integrieren, was ich nicht habe, da ja das Gerät für mich der Zigbee-Hub ist und ich kann es nicht integrieren. Für solche Sachen braucht ihr dann einen eigenen Zigbee-Hub zum Beispiel, der das dann universal kann, aber den müsst ihr auch erstmal einrichten, um es dann dahin zu schieben. Was ich aber sagen kann, ist, dass dieses Board um einiges schneller ist als Sprachsteuerung und um einiges schneller ist als die native App zum Beispiel von Livix. Denn die Livix App hat ein gewisses Delay und spinnt auf dem Tablet. Benutze ich aber Home Assistant, geht das instant. Das heißt, das ist um einiges schneller im Übertragen der Netzwerkprotokolldaten als manche native Apps, was ich schon sehr beeindruckend und begeisternd fand. Jetzt gehen wir mal weiter und schauen uns dann den anderen Spaß an. Und zwar Open Hub. Open Hub habe ich als Container gestartet. Cool, cool. Da gibt es aber auch nichts anderes. Also ihr könnt Raspberry Pi, Linux, Windows, OS X und Docker fahren, aber es gibt keine V-Disk-Images. Das heißt, ihr kriegt keine virtuellen Betriebssystem-Disks für Linux vorgefertigt. Da müsst ihr diese Option wegwählen und müsst das Ganze per Hand installieren auf Barebone Raspberry Pi oder als Docker laufen lassen oder eben OS X und Linux. Das war's. Schade, dass es nicht als V-Disk da ist, weil V-Disks finde ich manchmal sehr, sehr praktisch, wenn man sie schon vorkonfiguriert hat. Aber damit konnte ich dann auch leben. Den könnt ihr euch einfach Suche eingeben, zack, zack, findet ihr direkt in Unraid. Cool, kann ich einstellen, habe eine IP festgelegt, ist zwar optional, aber es ist schöner, wenn ich die IP vorher weiß, worauf ich mich verknüpfen muss. Habe mir also eine eingelegt und sonst nichts eingegeben, denn das Gerät macht alles von allein. Die neueste Open Hub Version von Debian habe ich jetzt genommen als Docker Container und gestartet. Dann pullt er das. Kann ein bisschen dauern. Im Raspberry Pi könnt ihr das natürlich einfach eingeben als wget-Befehl und dann installieren als Webserver. Läuft auch. Genauso Linux und Windows. Ist das Ganze dann installiert, kann ich das ungefähr gleich machen. Mein Benutzer anlegen und mein Passwort. Der Ablauf ist bei beiden relativ ähnlich bis zu diesem Punkt. Dann lege ich noch an, wo ich wohne, wo ich auf der Karte bin, dass ich diese ganzen schönen Daten von Luftdruck, Temperatur und so weiter, alles, was Location betrifft, beziehen kann, wenn ich das möchte. Habe ich auch gemacht, schön reingezoomt. Wobei ich sagen muss, Open Hub war da einfach ein bisschen schöner in der Bedienung der Karte. Ist jetzt subjektiv, aber es war einfach ein bisschen leichter und schöner in der Bedienung und dieses Orange gefällt mir besser. Aber das war bis dahin auch schon alles. Dann habe ich meine Karte eingegeben, habe einen Punkt definiert und dann durfte ich von hier aus schon auswählen, welche Bindings ich haben will, was ein bisschen anders da ist. Denn beim anderen habt ihr wenigstens ungefähr gesehen, welche Firma und das Icon dazu, falls ihr euch nicht so gut auskennt. Hier muss man theoretisch wissen, was für ein Binding das Gerät benutzt. Was ein Binding, also ein Protokoll, beziehungsweise welches Transfer-Datenprotokoll-Sprachding euer Gerät verwendet. Und bei manchen Geräten, die China Off-Brand sind, weiß man das vielleicht gar nicht so. Genauso wie ich das nicht wissen konnte. Also habe ich random einfach alles angeklickt, was ein bisschen richtig klang. Weil das jetzt alles nachzugoogeln, welches Gerät was hat und ob ich das jetzt auf Tasmota flashen muss oder, das ist mir schon wieder zu viel.
Das ist mehr Arbeit, als ich jetzt an diesem Punkt investieren werde. Denn ich bin ja ein neuer User und möchte erstmal gucken, was kann ich denn hinzufügen und wie kann ich das denn machen. Deshalb solltet ihr das besser durchplanen und vorher wissen, welche Geräte sind interkompatibel. Muss ich was neu kaufen oder nicht? Möchte ich es einheitlich haben oder nicht? Das ist jedem selber überlassen. Oder schreibe ich meine eigenen Schnittstellen? Das ist ja die breite Extrem von absoluter Noob zu absoluter Profi, der sich seine Sachen in der Kommandozeile schnell zusammenarbeitet und alles per MQTT oder IFTTT bezieht. Also ich erstmal angeklickt. Klick, klick, klick. Geraten, was das sein könnte. Also durchgehen. So gut wie jedes Binding habe ich erstmal installiert. Und als das dann alles angeklickt war, habe ich es installiert. 44 Bindings. Gucken wir mal, ob da was dabei ist. LiFX hatte ich vergessen, habe ich dann nachträglich angeklickt. Ich benutze ja nur hauptsächlich LiFX-Lampen auch zum Beleuchten hier. Die sind halt sehr praktisch. So, und dann habe ich mal geguckt, was ist in der Documentation. Ja, es gibt eine Komplettanleitung, die ist auf Englisch. Okay, Sprache auf Deutsch und dann war ich da. Cool. Es ist da, es ist installiert. Und dann habe ich erstmal gesehen, wow, da gibt es ja gar kein so einfaches Dashboard. Richtig, denn OpenHub funktioniert ein bisschen anders. Da müsst ihr euch euer Dashboard selber anlegen, jeden Knopf selber anlegen, jede Variable zu jedem Knopf selber anlegen. Und das heißt, ihr fügt Things hinzu, das sind die Geräte. Die Things werden einem Modell zugeordnet. Die Modelle können Items beinhalten und haben und Items zugeordnet werden. Und das muss man auf Seiten hinzufügen als Knopf. Da ist nichts einfach. Machen und los geht's. Nee, da muss man auch zum Beispiel für Luftqualität und so weiter APIs eingeben. Da muss man alles per Hand selber verknüpfen. Das ist eher so die fortgeschrittenere Variante mit DIY. Es kann mehr, es findet mehr, es ist mit mehreren Geräten kompatibel. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen neuen Account angelegt für die ganzen Location-Daten, Luftqualität, Air, Temperatur und so weiter. Habe ich mir angelegt und hinzugefügt. Weather hat dann funktioniert, wird als online angezeigt, ist cool. Mein OnQ habe ich hinzugefügt. Es findet viel mehr Geräte, es hat out of the box so viele Geräte mehr gefunden. Und man kann sie auch per Hand hinzufügen, aber ihr seht auf diesem Screen, ich muss dem Ding einen Namen geben. Man kann es manuell hinzufügen oder eben entdecken lassen mit dem Discovery Mode. Und da seht ihr auch schon, es ist nicht alles gleich auf Deutsch umgesetzt. Nein. Und dann habe ich halt überlegt, was habe ich denn da? TP-Link-Gerät habe ich eins. Ecke füge ich hinzu. Und dann habe ich die ganzen Geräte hinzugefügt. Was schon mal gut war, die haben sich auch leicht hinzufügen lassen. Auch mein Telekom-Receiver sogar. Das Ding kann viel mehr Sachen entdecken. Und dann wusste ich aber gar nicht, wie lege ich ein Dashboard an oder wie lege ich irgendwas an. Erstmal Starkfilm angemacht, hat nichts getan. Okay. Und dann durchgeklickt und noch mehr von den Bindings hinzugefügt. Bis ich fast alle Bindings, die es gibt, hatte. Corona-Statistiken, gib mir Amazon Dash-Button, gib mir Amazon Echo, gib mir. Alle Amazon-Geräte wurden gefunden. Alle Echos, alles, was ich aus diesem Universum hatte, hatte ich. Und DVD. DVD ist toll, Deutscher Wetterdienst, alle Daten vom Deutschen Wetterdienst, gib mir, ob es jetzt Pollenmap oder was auch immer ist. Hatte ich in meinem Magic Mirror schon verwendet. Sehr cool. LiFX, gib mir alle Lampen, die ich habe. Und natürlich habe ich dann gesagt, was mache ich jetzt? Ah, die Lampe konfigurieren. Ich wollte ein Dashboard anlegen. Das heißt, ich habe Dashboard geklickt und dann rumgeguckt, was kann ich denn machen? Muss ich Knöpfe per Hand anlegen und habe gespielt. Wie lege ich denn die an? Also Modell, was ist denn das und was ist das? Habe eingegeben, vielleicht findet ihr das. Nein. Und habe ausprobiert. Und dann bin ich irgendwann auf die Lösung gekommen, wie man die Dinge anlegt. Die haben nämlich Properties, Thing Properties. Ah, okay. Und dann, wenn ich ein Thing und Thing Properties zu einem Modell hinzufüge, hier sehe ich auf einmal, ob das sind Variablen, die ich verändern könnte. Cool, die kommen über Channels rein und dann kann ich da Automationen schreiben. Wow, das ist alles schwer tiefgreifend und frisst sehr viele Stunden, um das richtig einzustellen. Oh Mann. Brrr, da war ich schon wieder. Brrr. Also ich wusste, ich habe Geräte, ich wusste, ich habe ganz viele Sachen und ich wusste, es braucht tonnenweise millionenfach Einstellungen. Und dann gibt es natürlich andere Anzeigemöglichkeiten, wie das OpenHub Panel. Das ist zum Beispiel eine Vollscreen-Ansicht, wo man sich ein richtig schönes Dashboard basteln kann. Muss man aber jeden Knopf selber machen, jedes Widget in der Größe anpassen. Man kann verschiedene GUIs, nenne ich jetzt mal, drüberlegen in OpenHub, die verschieden aufgebaut sind, um einen leichteren Zugang zu jeweiligen Bedienungen zu bieten, wie Tablet oder PC oder. Das ist jetzt zum Beispiel für Tablet optimiert. Man legt ein Widget an, dann bearbeitet man es, Name und so weiter, tut ein Item dem Widget zuordnen und was es können muss, dann kann man Icons auswählen und ob Schieberegler und Schalter und dann kann man dem eine Größe geben und kann es wohin setzen. Also baut man nach dem Baukastenprinzip mit allen Variablen sich selber seinen Knopf oder seinen Schieberegler oder was auch immer. Ist für jedes Gerät einzeln anstrengend. Kann man duplizieren und dann Einzelsachen ändern, wie Lampe. Wenn man 5 Lampen hat, legt man es einmal an den Knopf und copy-paste und fügt dann nur die Variable der einzelnen Lampen hinzu. Das geht, aber es ist trotzdem zeitintensiv. Habe ich hier jetzt mal versucht und gemacht. Man kann verschiedene Dashboards anlegen, Themes und so weiter. Ist hübsch, aber aufwendig. Und dann bin ich rübergegangen und habe gesagt, pass auf, ich lege mal Modelle an und importiere die.
erstmal Alexa. Alexa ist nicht straightforward. Ihr fügt Alexa hinzu und dann habt ihr gemerkt, hier, Configuration Pending. Da muss man IP, Port und dahinter muss man dann eingeben Amazon Echo Control mit der jeweiligen ID-Nummer und dann erlaubt einem erstmal online Amazon nach Verifizierung, dass man es verknüpft und dann können die Daten gepullt werden, was cool ist. Dann funktioniert es auch. Man muss seine eigenen Sachen bestätigen und dann werden die auf einmal als Amazon Echo Control Geräte angezeigt, die man auch hinzufügen und bearbeiten kann. Konnte man bei Home Assistant nicht. Muss man aber erstmal ein kleines bisschen rausfinden und schauen. Und dann kann man die Dinge als Things atmen und Knöpfe anlegen. Und dann könnt ihr die Sachen hinzufügen. Das heißt, ich gehe jetzt rüber, meine Entitäten wurden erkannt. Also nehme ich mir ein Gerät wie jetzt zum Beispiel meine Lampe, die Lichterkette. Ich sehe die Properties, ich sehe die ID. Ich brauche keinen Host im Endeffekt. Ich gehe auf Kanäle, also alles. Add Equipment to Modell. Also das ist das Equipment. Diese Einstellungsmöglichkeiten sind Equipment. Die will ich an das Modell meiner Lampe hinzufügen. Wähle sie also aus. Aha, ich brauche da Helligkeits- und Temperaturregler. Okay. Und die könnte ich noch Link to Item machen. Das heißt, ich könnte ein neues Item anlegen oder ein neues erstellen. Ich habe jetzt mal gesagt, ich erstelle ein neues Item und sage okay. Und das linke ich dahin. Und das Ganze habe ich auch mit der Temperatur und dem Dimmer gemacht. Und habe gesagt, okay, das füge ich jetzt hinzu. Und der Signalstärke, dann sehe ich, wie viel WLAN-Signal hat denn meine Lampe eigentlich. Bin ich schon zu weit draußen? Reagiert sie deswegen blöd? Schön, sowas als überwachte Daten auch sehen zu können. Und habe das dann quasi hinzugefügt als Modell. Jetzt habe ich eine Steckdose noch. Oh. Eine TP-Link Smart Home Steckdose, die will ich da auch verknüpfen. Ein Wi-Fi-Plug, okay, den habe ich mir angeguckt, der hat eine eigene IP-Adresse, ist klar, ist ja alles im WLAN, Channels und da haben wir hier schon einen Channel, der heißt Betrieb und den haue ich jetzt auch als Add Equipment to Model hinzu, dass ich natürlich weiß, pass auf, dieses Gerät bekommt jetzt diese Funktion hinzugefügt, die ist ja verfügbar und die kann ich auch zum Item linken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann linke ich das doch mal zum Item, Standardprofil, check. So, und dann hatte ich auf Items und habe ich gesehen, das sind schon mal meine ersten Geräte, die ich hinzugefügt habe. Sehr cool. Und jetzt dachte ich mir, im Dashboard füge ich das mal hinzu. Das heißt, Klick Plus, Add Row, Add Cells, Add Column. Wer ein Baukastenprinzip aus WordPress kennt von Seitenbilder, der weiß das ungefähr. Und anstatt, dass ich einen Button per Hand anlege, füge ich einfach die Modelle hinzu. Habe ich jetzt auch so gemacht. Add from Model und hinzugefügt. Und das gleiche habe ich hier unten gemacht. Add from Model, also mit Lichterkette. Fügt die hinzu und dann steht da 0. Da ist jetzt noch nicht viel so zu holen, ne? Und dann habe ich meine Sachen hinzugefügt. Oh, und da kommt schon ein erster Schalter. Das heißt, ihr müsst die Dinger natürlich auch als Schalter erstmal konfigurieren. Das heißt, ihr legt Labels fest, ob das denn, was das denn ist, weil das Modell braucht ja auch eine Definition. Bin ich jetzt ein Schalter, bin ich ein Hebel, bin ich eine Ansicht? Und dann kann man hier reingehen in die Actions und kann sich das Ganze angucken und kann sagen, was das Item denn ist. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich, okay, ich speichere, gehe in den Run-Mode und teste, ob sich der Schalter denn bedienen lässt. Und der Schalterecke lässt sich bedienen, an- und ausschalten, Licht geht an und aus, heißt, die Steckdose geht an und aus, weil ich habe alle Eigenschaften bei der Lichterkette noch nicht. Das ist dann noch ein bisschen aufwendiger. Und ja, das müsst ihr für jedes Dashboard machen, mit jeder Ansicht und jedem Unterding und jeder Funktion und müsst alles per Hand verknüpfen. Ihr könnt natürlich einfache Skripte und Automationen hinzufügen, aber ihr müsst jedes Gerät selber konfigurieren. Ihr müsst auch sagen, was bin ich? Bin ich männlich? Bin ich weiblich? Bin ich divers? Weiß nicht. Kann ich mich anstecken? Welche Funktionen habe ich überhaupt? Und welche Regler habe ich? Und was könnte ich aus der Ferne bedienen? Wie diesen Switch an, aus, ja. Aber die Lampen hier haben zum Beispiel Control-Regler, die man implementieren muss. Die Lampen, die haben auch Temperaturregler und das muss man auch als Button erstmal, Helligkeitsdimmer, rauf, runter. Die werden mir schon angezeigt, aber die muss ich auch erst auf meinem Dashboard importieren als Knopf mit der Eigenschaft, dass das dieses Gerät ist. Oder dass ich Gruppen zuordnen will, dass ich einen solchen Slider, den lege ich an unter die Properties von allen Geräten und kann ich mit einem Slider alles bedienen. Das heißt, ihr braucht einen Aufbau im Kopf, was soll euer Dashboard können, welche Funktionen, mit welchem Knopf kann ich wie viele Sachen gleichzeitig bedienen, möchte ich Gruppen anlegen und so weiter. Das muss man sich alles im Kopf überlegen und dann als einzelnen Knopf anlegen. Das ist schon irgendwie grafisches Programmieren, würde ich es mal nennen. Also NoScript-Programmieren ist es schon so eher, also das konzeptionelle Modellierung. Bei der Hand gefasst, ja, aber man braucht ein Konzept. Das hatte ich jetzt nicht, um es auszuprobieren. Ich wollte ja erstmal gucken, was kann man machen? Kann ich mir eine Übersicht verschaffen? Und damit habe ich mir eine Übersicht verschafft, was diese beiden Geräte denn können und was sie unterscheidet. Und bin selber zu der Überzeugung gekommen, ich würde, wenn, dann bleibe ich bei Home Assistant, denn es ist einfacher. Home Assistant gibt mir direkt Ansicht zu Temperaturen, zu Geräten, zu Schnittstellen. Klar, es fehlen noch ein paar Funktionen, wie Alexa in der Cloud, aber das würde ich wahrscheinlich dann doch monatlich im Abo hinzunehmen, weil ich keine Zeit habe, den Aufwand und die Nachforschung zu investieren, um jedes Gerät so einzustellen, bis ich es dann haben tun möchte. Bei so einem Board hier
habe ich ja schon 4-5 Monate gebraucht. Wenn ich das für jedes Smart Home Gerät und so weiter auch nochmal so viel Zeit draufschlagen muss und Konfiguration, dann ändert sich was, ein Gerät stirbt oder ich setze jetzt auf einen neuen Hersteller, dann darf ich das alles ja wieder von vorne machen und neu konfigurieren und Dashboards anlegen und dann hat wahrscheinlich meine Frau andere Vorlieben als ich und möchte andere Lichtstimmungen, andere Sachen programmiert haben und dann geht da sehr viel Zeit ins Land. Für jemanden, der viel Zeit hat oder natürlich in diesem Thema so nativ drin ist, so zack, zack, mache ich super schnell, für den ist OpenHub die beste Wahl, denn der kann sich alles so zurecht konfigurieren pro Gerät, wie es möchte. Für alle anderen, die Zeit als knappes Gut betrachten und etwas schnell umsetzen wollen, die etwas älter sind oder die nicht so viel Erfahrung haben und ganz schnell zum Beispiel das Auto von zu Hause steuern wollen oder die Waschmaschine einschalten oder Early Adopter oder Menschen, die sagen, Komfort ist mir wichtig, genau deswegen habe ich ja die Smart Geräte, dann will ich den Komfort jetzt nicht opfern beim Einrichten. Für die ist Home Assistant was, vielleicht sogar die Paid Option von Home Assistant. Vom Aufsetzen her gehen beide gleich schnell, die sind gleich schnell in Betrieb genommen, die sind recht ressourcentechnisch gleich, aber bei den Möglichkeiten gehen sie stark auseinander. Home Assistant lässt einen sehr viele Apps und Programme noch mit installieren, als NAS-Ersatz vielleicht. OpenHub hat dafür mehr Möglichkeiten zur Kontrolle und Einrichtung und Individualisierung. Home Assistant hat dann die Pay-Option, um noch ein paar mehr Features mit reinzuholen. Das kommt echt wirklich auf das Nutzungsverhalten der Leute drauf an. Power-User oder Semi-Pro-Home-Fashionals, Home-Lab-User. Persönlich, meine Meinung ist, Home Assistant ist die komfortablere Wahl und ich bin immer faul, weil Zeit Geld und würde mit Home Assistant fahren, obwohl ich OpenHub schöner finde. Wenn ich jemanden bezahlen könnte, dass er mir OpenHub einrichtet, würde ich OpenHub nehmen. Das ist wie wenn man seine Lieblingsdistribution von Linux, ist es Alpine, ist es Debian, ist es Ubuntu oder nehme ich doch irgendwas anderes. Vorliebe, it depends. Leistungshungrig sind beide nicht, außer man will viele Sachen laufen haben, dann braucht Home Assistant ein kleines bisschen mehr Leistung. Das war's von mir. Also, wenn ihr sowas installieren wollt, spielt damit mal rum. Probiert selber mal aus. Lasst uns in den Kommentaren mal wissen, was ihr bevorzugt. Ob ihr da so fit seid, ob ihr besser seid wie ich. Also, wahrscheinlich seid ihr besser und schneller als ich. Das war jetzt mal so eine Out-of-the-Box-Experience, wie es ein Noob in diesen thematischen Gebieten erleben würde. Und das Feedback dazu ist, man braucht trotzdem ein bisschen Einleser bei. Selbst wenn Home Assistant so viel leichter ist zu bedienen. Wer dann mehr will und wer über Zeit mehr will und nicht immer alles neu einrichten will, der wird wahrscheinlich um OpenHub nicht herumkommen und dann braucht man mal ein paar Monate, um sich da intensiv damit zu befassen und alle anderen Hobbys auszublenden, weil sonst kriegt man das nicht so konfiguriert. Schnelle Lösung ist Home Assistant, das ist an einem Tag eingerichtet, ist halt nicht ganz so hübsch. Ne? Da muss man Abstriche machen, wie man das haben möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann sagt uns das auch, weil dann können wir, wenn Interesse besteht, ein Update machen, vielleicht zu ein paar anderen bekommen. Eine Idee, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das haben, wenn nicht, dann eben nicht. Falls ihr Bock habt, checkt auch mal thegeekfreaks.de aus, da können wir natürlich im Livestream drauf eingehen. Haben wir ein Themenformular. Wer sich nämlich wünscht, dass wir ein bisschen drüber quatschen, der kann im Livestream einfach diese Anfrage stellen, hey, wollen wir heute nicht das als Thema nehmen und dann können wir das machen. Oder ihr hört euch unseren Podcast an, da quatschen wir über auch ganz viele solche thematischen Dinge, Spotify, iTunes, geekfreaks.de, Homepage könnt ihr ihn haben, abonnieren, viel Lust habt. Falls nicht, kein Problem, dann raus aus diesem Video und einfach rein ins nächste Video, denn irgendwie haben wir so viele Themen, da ist bestimmt was für euch dabei. Und wir sehen uns wieder demnächst, vielleicht sogar im Livestream. Macht's gut!